Sobald diese Musik ertönt, fangen Kinderaugen an zu leuchten. Am Wochenende waren Ernie, Bert, das Krümelmonster, Elmo, Wolle und Pferd zu Gast in der Sport- und Kongresshalle. Das Geburtstagskind Samson durfte von nichts wissen, denn die anderen Sesamstraßenbewohner planten für ihn eine große Geburtstagsfeier. Weil aber keiner mehr Zeit für ihn hat, denkt Samson, seine Freunde hätten ihn vergessen. Am Ende wurde natürlich alles wieder gut. Die Figuren in den Originalkostümen mit den Originalstimmen waren übrigens auch alle Geburtstagskinder. Denn die Show wurde im vergangenen Jahr kreiert, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum der Erstausstrahlung der Sesamstraße im deutschen Fernsehen 1973. Und was braucht man zu einem schönen Geburtstag? Na klar, einen tollen Kuchen. Wir backen einen Vanillekuchen. Schokoladenkuchen. Samson liebt Schokolade. Aber Vanille auch, genau wie ich. Aber nicht doch streiten. Viel wichtiger als Kuchen und Geschenke, das ist ein Motto der Sesamstraßen-Geburtstagsshow, sind echte Freunde. Obwohl ich nicht immer alles mag, was ich mag, doch mag ich dich. Und Entchenspiele und den ganzen Scherzen und Taubenkorken liegst du mir am Herzen. Ich